Ich kenne Spot gar nicht. Die Zuflucht von Fels und Lava hat tatsächlich noch einen zweiten Teil. Das heißt, hier haben wir die Zuflucht von Fels und Lava und hier haben wir unter der Zuflucht von Fels und Lava. Rat mal, wovon es hier ziemlich viel gibt. Okay. Ranken. Ja. Und wir sind auch sicher jetzt an dem Punkt, wo du dir denkst, oh Mann, in Rayman 2, ich habe alles gesehen, was soll jetzt noch kommen? Ja. Ja, ich denke mir gerade so, das sind ziemlich viele Ranken. Oh shit, jetzt werden wir hier nachgefragt. Ich denke mir so ein bisschen, das waren bisher sehr viele Ranken. Wieso gibt es hier so viele Ranken? Können wir bitte nicht mehr so viele Ranken haben? Dachtest du dir. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Ranken. Exakt. Und dafür ist das ganz Herr Ober, würde gerne noch eine extra Portion Ranken bestellen. Oh, einen Rankensalat. Aber ohne Dornen, nur mit Stacheln. Ich glaube, der Unterschied ist, dass man Stacheln kann man irgendwie abmachen und Dornen nicht oder irgendwie andersrum. Oh, das könnte also sein. Die brechen einfach easy ab. Ja, ja, ich sehe es. Oder ist das eine, dass die Dornen vielleicht eher so ein bisschen gebogen, nicht gebogen, sondern geschwungen sind? Ich bin mir halt echt nicht mehr sicher, welches was ist, aber ich weiß, dass es mich gestört hat, dass es bei Rosen anders heißt, als man denkt. Also eigentlich haben Rosen keine Dornen, sondern Stacheln. Was? Oder irgendwie so. Ugh. Ja, nervig. Bin ich begeistert. Es war irgendwann, ja, ich auch nicht. Genauso wenig, wie ich begeistert davon war, dass irgendwer mal behauptet hat, ja, Erdbeeren, das sind eigentlich keine Früchte, sondern Nüsse. Und dann habe ich einfach nachgelesen. Und ja, es ist halt so einen bestimmten Namen, das heißt irgendwie... Ja, es ist irgendwas mit Nuss. Irgendwas mit Nüsschen. Und die einzig andere Pflanze, die man noch so bezeichnet, ist die Hagebutte. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wenn ihr mir jetzt mit so einem scheiß Fake... Shit kommt, es ist trotzdem nicht wirklich nah verwandt mit der Walnuss. Alter Johnny, wir kommen gerade selber in den Loom von Leer, fair! Du, ich wusste, dass das ist noch... Yay! Ribbon! Siehst du das? Das ist mir übrigens was mir mehr im Kopf geblieben ist. Sehe ich was. Oh shit, was da gerade dran stand, wir können jetzt fliegen. Alter, nicht nur gleiten, sondern fliegen. Mhm. Wir fliegen wie ein Weltmeister. Fälschlicherweise dachte ich damals, als ich das gespielt habe, dass man ab jetzt in jedem Level fliegen kann. Ich dachte mir quasi, ich hätte den God-Mode freigeschaltet. Nicht nur sauber, sondern rein. Wie kann das sein? Es ist halt echt ein Moonjump. Als hättest du Action-Replay reingepackt. Ja. Ich habe mal Action-Replay für den DS benutzt und bin in Mario 64 DS sehr hoch gesprungen und habe mich sehr gefreut. Ich hatte Action Replay auf dem Gamecube und fuck! Da ich das auch mal bei Double Dash verwende, dann war ich dann ganz fasziniert davon, dass man einfach aus den Leveln so rausspringen konnte. Dachte ich mir, oh, da ist ja gar kein endlich weites Meer oder so. Alter, ich müsste mal irgendwie mir so ein Action Replay holen und irgendwelche lustigen Videos damit machen. Na ja, damit kann man ziemlich coole Dinge machen, tatsächlich. Ja. Kannst du aber auch einfach über Gerüchten zufolge kann man die auch einfach über Homebrew aktivieren. Ach so, ja gut. Ich hab fucking Animal Crossing Sternis mir immer gecheatet. Eklig. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr. Ich hab nicht wirklich eine gute Methode gehabt, Geld zu verdienen. Ich hab immer Bäume Ach, du kennst Animal Crossing ja gar nicht. Ich hab auf jeden Fall immer Bäume mit dann jeden Tag geerntet. Und fliege entlang, zu Fußlauf ist viel schneller. Was habe ich erwartet, was sonst passiert? Was habe ich erwartet? Oh, außerdem die Ranken bewegen sich. Du ungeduldiger Haufenscheiße. Das hast du dir selber eingebrochen. Und die Ranken, die hier rauskommen, kann man übrigens auch nicht bekämpfen. Die ist blau. Schau den Tunnel an, ich mag das sehr, das ist ziemlich cool. Ja, diese beweglichen Texturen sind, ich würde fast sagen, ihrer Zeit voraus. Das ist scheiße geil aus. Hm. Scheiße, ist das geil. Scheiße, ist das geil. Ich würde auch sagen, dass auch Rayman dann später auch bei Origins und Legends, dass sie da auch relativ gute Maßstäbe in grafischer Hinsicht gesetzt haben. Außerdem, hier ist ein Ventilator. Wow. Das ist ein bisschen epileptisch. Weißt du, was der macht? Der macht, dass ich nicht zurückfliegen kann, weil er jetzt... Oh, ich kann noch ein bisschen zurückfliegen, weil jetzt Wind weht. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen nach vorn gepusht. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, was Game Looms angeht. Mhm. Du musst dir sehr sicher bei deiner Sache sein. Und das war's. Ich bin mir aber sehr sicher.
Wir sind schon da. Mann, dieser Ventilator muss ziemlich stark sein, dass er diesen gesamten Tunnel mit einem stetigen Wind versorgen kann. Er versorgt dich den ganzen Tunnel mit dem stetigen... Oh Gott! Oh! Er versorgt dich den ganzen Tunnel mit dem stetigen Wind. Du wirst sehen, es gibt ein paar, es gibt durchaus ein paar windstille Stellen. Das hier ist keine davon. Ziemlich, ziemlicher God-Mode, dieses Propeller. So, das Problem aber mit dem, Ventilator da hinten ist, wir können uns nur noch genauso langsam wie sonst immer zu den Seiten bewegen. Und hörst du Musik? Oh! Ja. Die ist hübsch. Das hier erinnert mich an etwas, was ich mal in Minecraft gebaut habe. Genau so sah die Lava. Ich mag einfach, wie die Musik kurz anders war. Jetzt sind wir bei der üblichen Musik. Ja. Einfach um die Stelle hervorzuheben. Aber außerdem Windstille hier drüben. Nein! Ja, ich kann fliegen, Johnny. Ja, ich hab wieder vergessen. Oh nein! Ich hab dich genau gesehen. Moggy, wie kommst du denn jetzt wieder hoch? Ach ja, richtig. Hey, das war Käfig Nummer 69. Ziemlich humorvoll, wie ich finde. Ich sehe nichts. Kamera. So, und was hier haben wir auch wieder einen relativ nett versteckten Loom, den ich auch nicht selber gefunden habe. Beziehungsweise, ich hätte wahrscheinlich selber gefunden, ich habe einfach direkt immer beim Zweitversuch dann in den Workflow reingeschaut. Ich verstehe wirklich nicht, was an der Nummer 69 so witzig sein soll. Naja, ist halt, wenn du sie andersrum liest, oder wenn du sie einmal um 180 Grad drehst, kommt das gleiche bei raus. Ja, deswegen sagen immer alle Leute, ach guck mal, 69. Ich glaube ja auch, dass das der Grund ist. 88 ist auch so eine Zahl, wo Leute mal sagen, 88, und ich glaube, das ist der gleiche Grund. Ja, weil die symmetrisch ist. Stimmt. Ja, die Symmetrie macht's. So, und jetzt ist der Wind übrigens ziemlich stark hier. So, dass du rückwärts fliegst. Ich flieg rückwärts, damit ich ein bisschen langsamer bin. Ja, ich weiß, das ist mir schon klar. Vorsicht, der Honig! Hey, Johnny! Hallo! Johnny! Ich nehme jetzt einen Schlag von diesem leckeren Honig. Alter, ein richtiger Schlag Honig. Der so, Lümmel, dass meine ganze Faust mit. Da greift er wieder in den Honigtopf. Ja. Und dann lutsche ich mir die Faust ab. Nicht die einzelnen Finger, so eine ganze Faust. Eine karamellisierte Faust. Und dann frittiere ich sie. Goethe hat das, glaube ich, gern gemacht. Ich weiß nicht, warum man sonst von seiner Faust reden sollte. Oh, was ist denn jetzt passiert? Keine Ahnung, mir ist nichts anderes zu Faust eingefallen. Sehr poetisch, mein Freund. Nein. Oh Gott! Oh Gott! Stirb, Rayman. Das nicht geklappt. Das hättest du von Anfang an in die Richtung gesteuert. Ja, das ist die Sache. Man muss ja tatsächlich, ich meine, ich stelle mich hier gerade relativ gut an, aber es ist tatsächlich alles relativ knapp vom Timing her. Man muss, wo man hin will, schon ein Stück weit vorausplanen, weil man echt nicht so schnell ist. Bisschen wie Diddy Kong Racing. Komm schon! Ach Gott, als ob! Das sieht sowas von so aus, als ob du es immer schaffst. Also sowas wirklich von. Knapp. Sowas voll geschafft. Shit. Jetzt reicht's aber. Aber weißt du was? Es gibt eine gute Sache hier. Es ist gar nicht mal so schlimm, dass ich jetzt aktuell allzu viele Leben verliere. Diese pulsierenden. Es ist ziemlich. Die reiben sich aneinander. Das sind irgendwie. Ich glaube, die fühlen sich dabei viel zu gut. Das gefällt mir nicht. Ja, auch jetzt sind wir da. So, genau was ich sagen wollte. Es ist gar nicht mal so schlimm, dass ich jetzt so viele Leben verloren habe unterwegs. Weil ich meine Leben erweitern werde. Warte mal, wann passiert das immer? Alle 10 Käfige. Das habe ich nicht abgezählt, es mir nur, als ich vorgespielt habe, ist mir an der Stelle hatte ich auch schon viel Leben verloren. Dachte ich mir, oh Mann, mein Leben wurde wieder aufgefüllt. Das ist bestimmt ein Funfact, den ich bringen kann, wenn wir aufnehmen. Dann kann ich dann sowas sagen wie, es ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt Leben verliere. Ich habe genau das gleiche gesagt, was mir vorgenommen habe. Und hier muss man sehr vorsichtig sein. Ich hoffe, du bist zufrieden. Hier bei dem zweiten Superloom da, wenn man den verpasst, dann muss man nicht das ganze Level nochmal neu machen. Hier kann man nämlich nicht mehr zurück und da geht's dann weiter. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Zum dritten Bosskampf, falls du dich wunderst. Ist das der letzte? Nein. Nein, nein, dritte Maske, es sind 4 Masken. Hier kommt noch dieses ganze Zeug mit der laufenden Granate auf diesem riesigen Holzschiff oder so. Na, es kommt noch einiges. Mhm. Hallo, Rayman! Hallo! Aber der letzte Bosskampf hat so eine ähnliche Prämisse, oder? Ja, pass auf, aber jetzt lies mal. Ich kann nicht mehr fliegen.
Oh mein Gott, nein! Das ist die Begründung. Das ist. Er heißt Glutwächter. Ich hab die Fresse geschlagen. Ich kann nicht mehr fliegen. Ja, und das ist die Begründung. Und ja, ich hasse diesen Feuersoundeffekt, der hier verwendet wird. Der klingt nicht mal sonderlich nach Feuer oder so, aber er wird so oft verwendet. Ja, stimmt. Den kennt man auch von überall her. Ja, und es ist halt, ich bin der Meinung, es ist kein sonderlich guter Soundeffekt. Wow. Ah ja, ich muss ihn wieder Steine auf den Kopf fallen lassen, so ähnlich wie mit dem ersten. Klingt eher nach einer überdimensionierten Fahrradpumpe. Ja, ja. Das ist einfach so ein Hydraulikding und kein Feuer. Und ich hasse es auch immer, dass die Soundeffekte, ich weiß nicht ganz, wie es immer bei der, ich glaube, die Soundeffekte-Abteilung von vielen Spielen ist immer sehr überschaubar. Denn es gibt sehr viele Spiele, wo einfach diese Stock-Soundeffekte, ohne dass sie verändert werden oder so, verwendet werden. Ja, naja. Wir fallen jetzt gar nicht so viele ein. Na, kommt, ja, kommt aber öfter, des Öfteren vor. Ja, aber vielleicht sollte es gar nicht vorkommen. Wenn das kleine Entwicklerstudios sind, ist es ja klar irgendwie. Ja, aber das kommt immer nur, das kommt die bei klein vor in der Regel. Wenn dann schon AAA. Aber oh, bei die Nintendo haben doch ein so paar Millionen. Nintendo nicht. Also, Nintendo hat schon ziemlich viele Sounds. Nintendo verwendet erfunden. Halt seit Jahrzehnten die gleichen Soundeffekte. Aber die, ja, aber auch immer mal wieder neue und die sind immer ziemlich cool, finde ich. Ja. Wobei, Rare hat bei Star Fox Adventures, da hatten sie auch alles voll mit so Stock-Soundeffekten. Zum Beispiel dieses Feuergeräusch von gerade eben, das ist eine so eine Feuerfertigkeit von Ach ja, das wollte ich gerade sagen. Das, nee, habe ich das gesagt, dass es mich an Diddy Kong Racing erinnert? Ja, hast du, glaube ich. Ja, habe ich gesagt. Das ist auch, Kannst du bitte? Ja, Dankeschön. Stimmt. Banjo-Kazooie, Diddy Kong Racing und so haben auch solche Sounds. Oh, das würde, ja, das würde passen tatsächlich. Also natürlich nicht nur, aber sie haben sie auch. Johnny? Ich hoffe, du magst Käsefondue. Ich mag, glaube ich, generell Käsefondue. Aber wenn es das bei uns immer gab, beziehungsweise bei meiner Oma oder so, dann haben die immer viel zu viel irgendwie Wein oder so reingepackt. Es war einfach nur so bitter und so. Ich dachte mir, warum schmeckt das nicht nach Käse? Warum schmeckt das so nach Alkohol? Oh, voll scheiße. Ich glaube, weil Käse an sich nie so flüssig wird. Dass man den tatsächlich in so einem Fondue... Ja, man packt auch, glaube ich, ein bisschen zu viel rein. Ich hatte immer das Gefühl, dass es ein bisschen zu viel war. Ich muss zugeben, ich entweder einmal oder ich habe noch nie Käsefondue gegessen. Immer nur so Backkäse, wo man dann auch Sachen reintippt. Den läuft eigentlich aufs Gleiche hinaus. Ist nur sehr viel einfacher zu machen. Ja. Ja, aber ich hätte gern mal Käsefondue, glaube ich. Normales Fondue ist in so ungefähr jeder Hinsicht überlegen. Moment, ich denke ja jetzt auch gerade an so ein Fondue-Brunnen. Das muss ja gar nicht sein. Man kann ja einfach einen Topf nehmen und das schmelzen. Also, ja, das so, ja, so kenne ich's. Ja, das zählt ja auch schon als Fondue. Ich habe gerade sehr extravagant gedacht. Das, was du denkst, ist ein Schoko-Fondue-Brunnen. Ein Schoko-Brunnen. Ja, nein, da gibt's auch mit Käse, meine ich. Ja, das kann. Echt? Und deswegen meinte ich, dass es ja sehr flüssig sein muss, damit das funktioniert. Aber es ist Blödsinn, das ist ja, Fondue ist ja voll simpel eigentlich. Dieses Level werden wir zweimal spielen. Bei Schokolade muss man ja in einem Wasserbad schmelzen. Sonst klebt es am Topf fest. Naja, Schokolade schmilzt auch. Kann auch verbrennen. Muss sie bei 35 Grad oder so schmelzen. Schokolade schmilzt. Sie ja, schmilzt. Schokolade schmilzt auch. Das auch tatsächlich. Was hat denn der für einen Körper? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der hat auch so ein Shirt. Er hat so eine Obelix-Hose. Er hat so ein gestreiftes Shirt. Ja, ja, stimmt! Und er hat eine Totenkopf-Schnalle am Gürtel. Das ist ein richtig harter Junge. Weißt du schon, warum wir das Level zweimal spielen werden? Nein, aber ich werde es erfahren. Ja. Aber noch nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal hier hinter. Oh, Moment. Touristenhinweise. Clark wurde hier festgenommen, bevor er zur Technikkontrolle gebracht wurde. Clark! Das ist eine gute Information, die jeden interessiert, vor allem Rayman. Es interessiert Rayman. Clark war sein Freund. Als einzigen. Außerdem steht das irgendwie Scheiß mit Fischgräten als komischer am Boden. Das ist ziemlich eklig. Das war Clarks Mittagessen. Das möchte ich nicht anfassen. Hier, Clark, hier hast du eine Kelle und einen Fluss voll Fischgräten. Bedien dich. Oh, Junge! Oh,
Irgendwie geht's mir nicht so gut, Raymond. Mir hat irgendwas den Magen verdorben. Hör auf die Musik. Ah! Was hat Alfred Hitchcock hier verloren? Oh, die Zombiehühner! Lauf, Raymond! Ich meine, das war Alfred Hitchcock. Das war Psycho. Das ist doch der Psycho. Das sehe ich doch von hier aus. Mensch, Psycho, habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Wie geht's denn dir? Oh, grüß dich, Psycho! Oh, pass auf, Johnny, wenn wir runtergehen. Siehst du das hier? Müssen wir wieder eintrinken gehen. Oha, was ist das? Das ist ein Robo-Pirat. What the fuck? Ein Versteinerter quasi. Ja, aber hä? Das ist so eine Mumie. Ja. Alter, die hat einen Haken. Ja, das ist fucking dumm. Und ein Grabstein. Und Alter, da an der Wand sind mehr Grabsteine. Ja, alles besteht hier aus Grabsteinen. Das ist eine ziemlich gute Idee. In der Zukunft ist eben alles aus Grabsteinen. Was ein Weichei. So, und dieser Weg hier stört mich auch. Ich habe das Gefühl, da sollte Raymond ja irgendwie in der Lage sein, normal hochzulaufen. Aber nein, wir klettern lieber. Halt dich fest. Warum sind hier überall Spinnennetze? Nein, in Gruselstadt ist eben alles aus Spinnennetzen. Das stimmt tatsächlich. So, wir gehen mal hier hoch und ja, wir können ja durchschauen. Ein Friedhof. Beziehungsweise dieser Raum hier erinnert mich sehr stark an Mario 64. War es mal 64? Doch, ich glaube schon. Wo es so einen Raum gibt, der auch voll mit diesen Särgen ist, die ja, sich dann ja, immer so aufstellen, und kann man rote Münzen sammeln und muss man da drin. Klar ist das mal 64, soll es sonst sein? Keine Ahnung. Ja. Schäm dich. Da haben wir ein Schiff. Suppe. Die Suppe ist fertig. So, auf jeden Fall. Generell. Ich mag den Boden hier einfach, das mit den Grabsteinen. Ich mag dieses Geräusch von den Piranhas. Dann tauch halt nicht mehr auf! Ja, verpiss dich, Piranha, wir mögen dich nicht mehr. Du bist hier doch weniger willkommen als wir hier. Auf jeden Fall, wir müssen zwei Schalter aktivieren, damit wir weitergehen können. Ich mag die Abflüsse da an der Wand. Dieses Spiel sieht teilweise so gut aus. Haben wir das schon erwähnt? Ach da, ja. Ich sehe ein bisschen aus, als wäre es Mund so... Ja, oh hey, und da sind noch ein paar Mäuler. Beziehungsweise, keine Ahnung, was das ist. Fische. Ja, die Fischteile. Sieht auch wieder ein bisschen nach Raymond Origins aus. Sieht auch ein bisschen aus wie solche Dinos. Ich wünschte, ich wäre ein Dino. Dino Nuggets! Nuggets in Form von Dino. Die hätte ich beim Einkaufen gesehen. Ich dachte mir, soll ich oder soll ich nicht? Ich habe mich dagegen entschieden. Aber ich glaube, ich werde sie mir morgen kaufen. Ja, dann mach das. Außerdem, da ist der Grabby Schatztruhe. Man muss sich ja auch mal was gönnen. Das sieht aus wie eine von diesen, wer auch immer das macht, wahrscheinlich so Hobby-Ingenieure oder so. Gibt doch immer so diese komischen kleinen Apparate, wo du einen Knopf drückst und dann kommt eine Hand raus und macht den Knopf wieder aus. Ja, was ist das, die Impossible Machine oder so? Ja. Das ist übrigens alles, was wir in dem Raum zu erledigen haben. Nice. Das ist da so lange impossible, bis man die Batterie rausgenommen hat. Gibt's da nicht hast auch... Hast du mir das Video gezeigt mit dem Tentakel und dem Messer? Ja. Ja, also, wenn jetzt jemand von euch vorbeikommen will und mir das Ding wieder ausstellen würde, dann wäre das ziemlich nett. Hey, schau mal, da kommt so ein Affenroboter. Aus dem Sarg. Was hat es hier mit den Aufsehen? Keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach nur Deko, das ist Admiral Klingenbart. Fuck. Was? Nur ohne den Klingenbart. Ja, das stimmt. Aber du siehst, der Clay ist gestreiftes Shirt, sogar hier in dem aus Stein hat es die Streifen. Ja, und die Obelix-Hose. Und die Mr. Krabs-Shirt. Geld. Und der Lümmel, wow. Der hier drin wartet. Der muss ziemlich verstört sein, umgeben von all seinen Kameraden, die versteinert wurden. Also es würde Sinn machen, wenn jetzt noch irgend so ein Boss kommt wie Medusa oder so. Eigentlich ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Aber yeah. Nein, das wird nicht passieren. Das, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Boah, die Geräusche.
Es ist ziemlich eklig. Das matschige Geräusch aus Rayman. Wenn irgendwas matschig sein soll in dem Spiel, du hörst, dass es matschig ist. Dann ist es auch wirklich matschig. Es ist extrem matschig. Weil ich da meinen Schuh nicht richtig zugeschnürt habe, bleibt er einfach sauber drin stecken. Ach so. Aber der Fuß schlüpft dann raus, oder was? Ja, natürlich, nur der Schuh bleibt stecken. Okay, das ist mir tatsächlich mal passiert. Ja, als wir mal so einen Schulausflug gemacht haben, waren wir irgendwo in so einem Wald, da war eine sumpfige Stelle. Und dann ist der Schuh stecken geblieben und ich stand dann auf einmal auf der Socke. Aber ich dachte mir, oh nein! Oh nee. Nee, weil ich gerade überlegt habe, wie das zusammenhängt, ob man seinen Schuh zuschnürt oder nicht. Ob man stecken bleibt. Aber du meintest, dass der Schuh stecken bleibt. Und der Fuß nicht.